Nun gut, nun gut. Nehmen wir zu, dass wir bis dahin auch noch leben. Wir haben viel zu tun und wir haben keine Zeit. Vielleicht erreichen wir irgendwann den Zeitpunkt, wo wir das Schwert an die Wand hängen können und eine neue Generation sich mit all dem hier herumschlägt. Manchmal glaube ich, wir hätten es vor langer Zeit tun sollen. Aber dann wären wir jetzt nicht hier, um die Sache wieder zu richten. Ganz so alt sind wir nun auch wieder nicht. Glaub mir, ich habe genug Mist für eine Lebenszeit gesehen. Nicht nur eine, aber na kommt. Ein letztes Mal treten wir noch in den Arsch. Und zwar kräftig. Mit Schwung. Und so geht es bestärkt wieder nach Hause. Gut, dann machen wir mal den Kampf. Ich bin bei Initiative 8. 9. Ich bin tatsächlich bei 9. Ich würde gerne anfangen. Ihr dürft natürlich vorziehen. Bitte klar, dass der Hund mich beißen will. Gut, dann fange ich an. Ich sag ein Biss auf Ömer und ein Biss auf Rafiman. Beide springen euch an. Gut, dann renne ich weg vorher. Ich ziehe vor. Gut. Dann muss ich auch nicht würfeln. Zumindest Rafim würfel ich mal aus. Würde sogar treffen. Ach, Fim, versuch mal den Hund um die Ecke zu, keine Ahnung, zu ringen. Ich weiß nicht, wie man sich gegen einen Hund ringend verteidigt, aber ich tu das mal. Und dabei beschlagen auch die Nase. Ja, der Bluthund, der gerade immer angesprungen hat, der wird in der Luft festgehalten, wird unglaublich brutal zurückgehalten von der Kette, die widerlich knackt. Und dadurch wird er nur noch wilder. So, Rafi möchte ringen. Dann Also beiße ich ich. hab jetzt erstmal verteidigt. So, ja, das ist gelungen, aber du kriegst trotzdem einmal die Hälfte an Schaden. Das sind einmal 6 TP, die Hälfte davon sind 3. Die Frage ist, wohin? Er trägt ja Rüstung, ne? Ist egal. Okay, aber die ist egal, wo 3. Okay. Habe ich das Gefühl, der Hund sieht seinen Fehler ein, oder ist das, habe ich das Gefühl, das Vieh will mich totbeißen? Er beißt sich tot, der will dir an die Kehle. Ich setze mal zum Schlag an. Schlagring. Natürlich. Ja. Ja, Schlag zu. Jetzt kann man gucken. Hunde weichen aus, die verteidigen, parieren nicht, die weichen aus. Ja, der versucht dich nochmal zu beißen und greift ein zweites Mal an. Dein Schlagring boxt ihm unglaublich fies auf die Nase. Für 13 Trefferpunkte. Sind echter Schaden, also. Ja, die Konstitution ist 10. Dann kriegt er. Er ist zwar Zwei Wunden C, ist aber das. kriegt er trotzdem 2 Wunden. Ja, du brichst ihm die Nase, wird tief in den inneren Schädel gedrückt. Du siehst, wie die beiden vorderen Zähne raussplittern und seine Nase anfängt zu bluten. Er ist noch wilder. Er würfelt gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe, aber überhaupt noch. Ja, er beißt nochmal zu. Du Er ist noch dabei. guckst ihn dir an und er beißt nochmal zu. Nächste Kampfrunde. 12 gerade getroffen. Verbeißt sich in deinem Arm. Ja, ach so, greift er jetzt in der letzten Runde zweimal an? Das Also ist kann ich jetzt, ihn noch treffen oder nicht? also das ist jetzt die nächste, die zweite Kampfrunde. Okay, dann kann ich ja wieder defen. Genau, du kannst wieder deffen. Oh, und Patzer. dafür beißt er dir voll in den Kopf. Für 5 TP. Und Patzer-Tabelle. Genau, Ja, und die lass mich gucken. Patzer-Tabelle. Auf jeden Fall kriegt er den Er Schlagring. beißt dir in deine Hand und zieht hier dann den Schlagring ab. Ja, Jetzt muss ich es immer umbringen. du siehst, wie Rafim hier tatsächlich Spaß hat. Der Hund wohl weniger, der ist gerade unglaublich wild und der andere versucht jetzt auch wieder so ein bisschen rüber zu dem Platz zu kommen und gleich Rafim auch noch anzugreifen. Willst du noch irgendwas tun? Nächste Ja, Kampfrunde. Ömer ist ja 5-6 Meter weg, hat sich jetzt also sozusagen in einer Aktion umgedreht und orientiert. Was da so genau abgeht, sieht dann, dass Rafim kämpft und zieht in einer Aktion den Säbel und dann ist die Kampfrunde für immer vorbei. Ja, das könntest du. Ja, okay, gut, dann. Also umdrehen, orientieren, Passt. sozusagen, um ja, Ja, zu wissen, was gut, ja, passiert. gut. Ja, Er darf mich noch einmal beißen. Du hast einen Patzer gewürfelt, dann gestatte ich dir keine weitere Attacke oder Parade zu. Er Ja, wandelt klar. um und beißt und der zweite Hund kommt jetzt auch angesprintet und beißt nochmal zu. 15 ist nicht getroffen und
15 ist nicht getroffen. Beide Hunde verhaken sich da wohl gerade mit ihren Ketten. Du hast wohl irgendwie einen halben Schritt zurückgetänzelt in diesem Kampf. Dabei sind die Ketten nicht ganz nachgekommen und beide beißen vor dir in die Luft. Ja, ich, also mein Schlagring liegt auf dem Boden, ist jetzt egal. Ich hau dem jetzt so auf die Schnauze. Das ist chorgefällig. Ja, ich versuche den Hund nochmal zu hauen. So, nächste Kampfrunde, die dritte. Ihr, Johnny dürfte vorziehen. Nee, ich lasse die Hunde erstmal, die sollen erstmal ihn angreifen. Dann greifen beide Hunde erstmal jemand. Ja, klar. Einer hat getroffen. Ja, komm, guck mal, ob er krittet. Und er krittet? Ja, Tier, Junge. Dann verbeißt er sich das sogar und du liegst am Boden. Ja, ich kann ja parieren. Dann kriegst du, naja, wenn er sich verbeißt, kriegst du, glaube ich, jede Runde automatisch nochmal. Genau, du brauchst keine Attacke mehr, also für den Verbissen. Ich kann ja parieren mit halber Parade. Hast du es geschafft? Ja. Hade. Ich kann dir abwechseln. Du trotzdem die Hälfte. Also 3 plus 3 sind 6, halbiert sind wieder 3. Ja. Halt, wieder egal. Ich mach mal hier eine schöne Vierer gerade. Gucken wir mal, was wir aus dem Hund noch so rausprügeln können. Die gerade ist der Wuchtschlag, ne? Richtig. Das sieht gut aus. Achso, er pariert ja nicht richtig. Sorry. Ah, 10 das TPA. Das ist die dritte Wunde. Schaden. Damit ist er raus. Nee, die Wunsch. Ach doch, klar. Die Wunschwelle wird zum 2 erhöht gegen TP, aber dann reicht es trotzdem gerade für eine Wunde. Genau, seine Konstitution ist 10. Er hat zwar C, aber das reicht trotzdem. Ja, immer. Letzter Hund. Ja, eine Aktion hingehen mit ne, einer Aktion und eine Aktion zuschlagen auf den Köter, dass er jetzt hier Rafim loslässt. Köter, das, hör mal. Oh, yeah. Krassige Zaunleuchter, Minion. Sind 10, es ist auch eine Wunde. Er hat noch eine Aktion, er ist nicht ausgewichen, er möchte dich gerne angreifen. Freies Ausweichen. Freies Ausweichen? Ist yes. Aber nicht gelungen. Yes. Ich verliere zwar 4 Punkte Initiative, aber es ist nicht gelungen. Kriegst du 7 TP. Du musst mir sagen, wo? Ich trage eine leichte Rüstung. Würfel mal deinen eigenen Trefferzonen. Wie beim NPC-Bogen habe ich keinen. In den Bauch, da habe ich 4 Punkte Rüstungsschutz, das heißt, ich kriege 3 ab. Das ist bei weitem keine Wunde, selbst für mich nicht. Klar, ist das eine Wunde. Gut, nein, dann, 3 nicht. Vierte Kampfrunde, ihr dürftet vorziehen. Ja, ich ziehe jetzt vor und schlag einmal zu. Ist aber auch gefährlich mit seinem Säbel, der Ömer. 12, zweite Wunde. Dann beiße ich nochmal Ömer. Hier, wieder getroffen. Ich musste mich ja vor meinem Schlag positionieren, habe ich vergessen zu erwähnen, habe ich natürlich gemacht, deswegen mache ich wieder freies Ausweichen, verliere wieder 4 Initiative. Solange du nicht unter einen 9 kommst, ist alles gut. Ich denke aber, der greift auf N an, oder? Er ist ein Hund, ja, er wird auf... Nee, DKH. Also ich stand auf jeden Fall zu ihm auf N und ich mache auch mal das Tiere N-Distanz, das er haben. Ja, also er hat hier DKH, aber die sind so im Rücktreffen gegen eure 13.000 AP, von daher nobody cares. Ja, dann kriege ich mich, also ja, wenn ich auf H bin, kriege ich ja 4 Punkte Erschwernis, auf N kriege ich nur 2. Ja, er ist auf N, passt schon. Alter, du hast 17 Ausweichen. Ich habe Ausweichen 3. Ja, ich versuche dem Hund nochmal eine Vierer gerade zu geben. Aha, klappt nicht. Ja, das ist kein Patzer. Denk dann, du kriegst 1 Punkt Erleichterung durch mich, weil 2 gegen 1. Nee, reicht das hilft nicht. Mit. Gut, dann habe ich... zweimal gebissen, dann bin ich durch. Ömer hat positioniert. Fim dürfte nochmal umwandeln, glaube ich. Ja, komm, einen normalen Schlag drücke ich ihm. Ja, wann? Das 6 reicht TPA nicht. Nur. Dann nächste Kampfrunde. Denkt dann Ömer ist auf 16er Initiative runter mittlerweile. Ja, ich bin bei 9. Okay, dann ziehe ich vor und mache eine Art Positionierung und dann bin ich theoretisch bei Initiative 8 und dann ist er voran, bevor ich zuschlagen darf. Gut, das ist schön. Dann mache ich jetzt erstmal den Angriff mit dem Bus. Ja, getroffen. Weißt du gerne ja, immer, weil jetzt versuchst du zu parieren. Ach, nein! In die Waffe, Junge. Bam, halben Waffenschaden. Okay, dann beschreib mal die Szene. Weiß mal, ah, der Hund will immer nochmal anspringen und diesmal hält immer den Säbel hin, zieht sich so ein bisschen zurück, wie als wenn er doch schon merkt, dass es wehtut und dass er Angst hat. Und ja, glücklicherweise spießt er sich den Säbel doch sehr tief in den Hals rein. Immer zieht die Hand aus seinem Hals raus, hat zwar noch eine kleine blutende Wunde an der Hand von den spitzen Zähnen, aber grundsätzlich
ist der Hund dadurch gestorben. Er hat irgendwas Wichtiges wohl im Mund des, im Körper des Hundes zerstört. Und ja, deswegen die Hand voller Sabber und Blut. Joachim hebt seinen Schlagring auf. Finde ich lustig. Sollte das so sein? Ich hatte eigentlich gedacht, wir tun den Hunden nichts und aua, tut das weh. Und scheiße, los, komm, lass uns mal kurz die Wunden reinigen hier. Kacke, Tierwunden sind ganz entzündet. Ja, das entzündet sich sofort. Moment, ja, warte. Und Rafim holt seinen Schnaps raus und kippt ihn dir über die Hand. Ah, oh, das hilft. Das hilft. Ja, der Hand ist doch nichts. Hier, an meinem Bauch, da bin ich. Und dann sieht man natürlich, dass da wirklich Trefferpunkte entstanden sind. An der Hand nämlich wirklich. Das war nur ein Fluff-Effekt zur Beschreibung. Und fängt an, die Rüstung so ein bisschen auszuziehen. Und ja, da, guck mal, da hat er mir durchgebissen durch die Lederrüstung. Na gut, es war ein bisschen dünn, die Lederrüstung. Aber egal, die behindern nicht. Vielleicht sollte ich mir auch mal einen Bluthund kaufen. Was glaubst du, was kostet so ein Bluthund? Sind das Bluthunde? Heißt die auch oder nicht, diese großen? Vielleicht sind das auch Zornbrechter oder eine große Hunde. Oh, große Hunde. Große Hunde. Genau. Immer verbindet sich jetzt mal so ein bisschen den Bauch und wäscht vor allem den Bauch mit dem Alkohol auch so ein bisschen sauber, dass er da sozusagen keine Infektion bekommen soll. So, wie kommen wir jetzt da rein? Ah ja, Moment, ich ziehe mir eben kurz wieder das Hemd drüber und die Rüstung wieder an und dann dann gucke ich mir mal das Schloss mal an, mal schauen, ob ich es aufbekomme. Das sieht schon ziemlich kompliziert aus. Ich klopfe das Schloss mal einzuschätzen. Ich klopf mal an dem Tor. Hallo? Ja, welches Tor dem Sorglos-Schloss immer sich das kann. Hallo? Ja, wie gesagt, ein angbare Vorhängeschloss, Komplexität ist da. Gibt immer sowas wie eine plus 10. Also es macht keiner auf. Immer schaut sich das Schloss an. Ach, vielleicht kann ich das packen. Gib mir mal ein paar Minuten, ich teste mal. Und immer zieht eine Dietriche aus seinem Rucksack heraus, die er rausholt aus dem kleinen Etui und testet aus, wie man damit zurechtkommt. Und sehen Sie? Das will nicht so recht. Ja, komm, test mal Glück aus. Ja, genau, mit deinen 19, wenn du die nachwürfelst, dann... Klick. Na, jetzt habe ich Sonder bekommen. Siehst du, im richtigen Moment aber den Dreh gefunden. Fex ist mir hold. Warte, bevor du das Ding aufziehst. Mechanisch bedeutet immer irgendwelche komischen Dinge passieren da. Immer geht man ganz stark an die Seite, bevor das Ding jetzt einfach aufzieht. Ich ziehe das Ding einfach auf. Ja, Staub, der euch entgegenkommt und dann steht ihr in einer großen Lagerhalle oder davor. Und könnt hier sehen, Kisten mit einem Zeichen, ein achtspeichiges Rad, samt Zirkel und Lineal. Einige Wachstücher, einzelne Teile und eine große Folie, Stoffe, edle Tücher, die hier am Boden liegen, sorgsam ausgebreitet, verschiedene Schnüre, die davon abkommen und in verschiedene Richtungen weisen, umschlungen, auch wenn das Tuch jetzt nicht aufgepustet ist, aber... Man könnte hier schon erahnen, dass so etwas ein Ballon werden könnte, wenn man da Luft reinbringt. Ihr könnt im hinteren Teil noch sowas sehen wie ein Schiff mit einigen Segeln, die allerdings zusammengeklappt sind. Ja. Hallo! Nachdem ihr eine Sekunde gewartet hat und dem Raffin die Tür geöffnet hat, schaut er jetzt sozusagen auch um die Ecke vorsichtig rum und holt in die Lagerhalle rein. Hallo! Ich glaube, du hast recht. Sieht aus wie ein Schiff. Aber irgendwo sind die Flügel. Ich guck mal, ob ich die Flügel finde. Wir suchen nach Flügeln. Ja, immer bleibt man so ein bisschen hinter Rafim und schaut sich mal um. Weiß, wenn hier was passiert. Ja, Holzkisten, Wagenräder, Kurbeln, Flaschenzüge, Sägemaschinen, die hier dann stehen. Blau-silberne Segel samt Takelage. Also ohne Mechanik nehme ich mal an, dass mir das alles überhaupt nichts sagt, richtig? Also liegt halt Zeug rum. Zeug, sehr gut. Ich suche nach Zeug, das aussieht wie Flügeln. Immer will ich das Zeug mal so ein bisschen auch anschauen, aber er hat ja ein bisschen Grundmechanik, aber weitem nicht das, was man wahrscheinlich braucht, um diese Dinge so richtig zu betreiben. Ja, mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen mechanischem Grundverständnis, Ölbrenner, Lampenöl, könnte sicherlich diese... Was will denn hier von wohl fliegen? Ich glaube, alles, was man hochschmeißt, fliegt maximal, solange bis es runterkommt. Du musst die Flügel suchen, Ömer. Irgendwo hier müssen doch die Flügel sein. Ömer stolpert so ein bisschen durch die Lagerhalle, verheddert sich so ein bisschen an ein paar
Ja, was sind das? Irgendwelche Tuchballen, die hier rumstanden, Takelage, verheddert sich so ein bisschen und landet dann auf diesem großen Segel, was hier am Boden liegt. Guck mal, hier ist ein Segel. Ich glaube, hier ist das Flugschiff. Irgendwo in der Nähe. Fim kann sowas erkennen wie ein Anker. Immer, bist du dir sicher, dass das ein Flugschiff ist? Ich habe Anker gefunden. Ich glaube, das ist einfach ein normales Schiff. Aber vielleicht hat das ja Flügel. Lass doch mal genau gucken. Das ist so scheiße dunkel hier. Ach, so eine Kacke. Ich sehe auch nichts. Aber immer, nee, Rafim nimmt mal eine Kiste, stellt sie zur Seite, guckt in die Kiste rein. Hier ist auch so Zeug. Ja, hier ist noch viel mehr Zeug. So. Weiß nicht, wofür das ist. Ich doch auch nicht. Könnte Leonardo da nicht mal irgendwie was dran schreiben, wie das funktioniert? Liegt hier irgendwie sowas wie eine Beschreibung, so ein Anleitungsding? Lass doch mal gucken, ob wir irgendwo eine Fackel oder eine Lampe finden, dass wir ein bisschen Licht machen können. Ich habe das Gefühl, es ist so scheiße dunkel wie in einem Bärenpopo. Ja, das ist doch mal ein guter Vorschlag. Ja, immer mit deinem Grundkenntnis, mit deiner Grundkenntnis würdest du so einen kleinen Ölbrenner so mit Lampenöl befüllt und damit, das ist nicht unbedingt so hell wie eine Fackel, aber damit kriegt man zumindest ein bisschen Licht rein. Auf jeden Fall kann derweil wieder zum Ausgang strotzen und dann das Lagerhaus ganz aufschieben. Diese Türen, diese Tore, die ihr nur erstmal nur einen kleinen Spalt aufgemacht habt, damit ihr selber reingucken könnt und auch reingehen könnt. Und jetzt kannst du mal alles aufschieben, sodass da ein bisschen Licht reinfällt. Natürlich auch viel Regen, der jetzt von draußen reinkommt, so ein bisschen Wind, aber der vertreibt dann hier nur diese schlechte, staubige Luft. So, ich erkenne hier nichts. Auf jeden Fall, ich glaube, der wird so richtig angepisst sein, wenn er mitbekommt, dass wir seine Hunde kaputt gemacht haben. Der kann mich mal am Arsch lecken. Das ist, finde ich, eine gute Einstellung von dir. Ich bin doch Reichsritter. Stimmt, wir sind ja Ritter. Und er ist nur ein Verrückter, der aus dem Tempel rausgeflogen ist. Richtig. So. Hey, verrückter Nestle, komm mal raus und erklär uns mal, wie deine Flugapparello-Dinger hier gehen. Gibt's doch nicht. Ja, ich hätte gedacht, der versteckt sich hier irgendwo vielleicht, aber... Wenn wir zu den Schultern, keine Ahnung. Also, es muss irgendwie in die Luft. Vielleicht ist hier so eine Art Katapult, auf dem man das draufpackt und dann geht's in die Luft. Du meinst so eine Art Ogerlöffel ihn verbessert? Sowas, richtig. Und dann packt man das Schiff da oben drauf und dann schießt man das und dann ist es in der Luft. Aber dann fällt es auch wieder runter. Wegen irgendwas fällt es nicht wieder runter. Ich weiß nicht so genau, warum. Ja, also Ömer, wenn du dich ein bisschen umguckst, Joris entfesseln, entfesseln. Sieben. Ja, mit abwechselnden Proben auf Mechanik, Schneidern und Fesseln, entfesseln, wovon du ja 2 von 3 besitzt, könnte man das Ding auf alle Fälle, ja, dauert natürlich ein paar Stunden, aber wenn ich man hab da... Ich hab ja Mechanik 7. Ach so, 7 sogar, hast du aber noch schlecht gewürfelt. Ich hab Mechanik 7, krass. Ich hab Fesseln, entfesseln 7 und dann ja. Schneidern. Nee, also wenn du da genug dran arbeitest, dann kriegst du das Ding auf alle Fälle flugfähig. Also Schneider ist jetzt, 14. Musst du jetzt natürlich so ein bisschen, ja, ich weiß, also dass du da ziemlich hoch bist. Wenn du da, wie gesagt, diese 3 Talente, Mechanik, Schneidern und Fesseln, entfesseln kombinierst, dann kann man das auf alle Fälle flugfähig bekommen. Das ist natürlich viel Arbeit, vielleicht braucht man dann noch so einen Helfer. Das selber konstruieren ist was anderes, aber wenn es dann hier schon in Kisten zusammengepackt steht, brichst mal so das ein oder andere dann mit einem kleinen Brechhausen oder sowas auf und liegt hier irgendwie rum, kannst dann so nach und nach gucken und ja, so ganz grundlegend könntest du es verstehen und nachvollziehen und auch richtig zusammenbauen. Sägemaschine, so, alles hier. So ein Metatalent wäre sozusagen jetzt, wenn man alle 3 zusammennimmt, durch 3 teilt, 9. Schon ganz schön gut. Ja, immer schaut jetzt ganz an. Also ich glaube, ich kriege da was zusammengebastelt und hast du mal Bock, sowas zu testen? Fliegen? Aber wir schießen uns da trotzdem mit dem Ogerlöffel hoch. Wo ich das jetzt zusammenbaue. Ja, von mir aus auch das, aber ich meine jetzt mal über Garrett fliegen. Dann finde ich, das ist ein guter Plan. Ich will ja mal gerne gucken, wie die Preußgeweihten glotzen, wenn man über den ihre Garrett-Stadt fliegt. Ich sollte doch ein Banner haben. Komm, wir bauen das Ding zusammen. Gib mir mal das Ding, was da aussieht wie dein Arm. Ja, genau, diesen dicken Bolzen. Ja, genau. Ja, ja, warte. Ja, diesen Bolzen oder diesen? Und Rafim reißt 2 Bolzen nach oben. Ja, beide sind richtig, genau. Ja, gut. Ich das später bei dem super. Ja, ich... Und damit blenden wir aus und können dann sehen, wie Ömer und Rafim sich da ja lange Zeit kindlich vergnügen, während draußen die Leichen der Hunde immer noch liegen.